Seit dem 7. Januar 2024 wurde in Düsseldorf der sogenannte Rheintakt eingeführt. Dieser führt zu zahlreichen Veränderungen auf dem Düsseldorfer Liniennetzplan. So ändern sich bei 5 Stadtbahnlinien und 3 Straßenbahnlinien die Verläufe und eine Linie entfällt in Zukunft ganz. Durch diese Maßnahmen und andere Optimierungen verändert sich nun auf einigen Strecken die Taktung und sie wird im Wesentlichen besser. Außerdem wurden an vielen Stellen Anschlussmöglichkeiten im Stadtbahn- bzw. Straßenbahnnetz und bei den Bussen verbessert. Dadurch, dass diese Änderungen am 7. Januar durchgeführt wurden, gab es in Düsseldorf am 10. Dezember keinen Fahrplanwechsel. Vor der Einführung des Rheintakts hat die Rheinbahn auch auf eine großzügige Werbekampagne gesetzt, um den Rheintakt selber zu bewerben. Kommen wir nun zu den einzelnen Änderungen. Dabei schauen wir uns nun zuerst die Änderungen der einzelnen Linienverläufe an. Die U-Bahn-Linie 71, welche eine Niederflur-Stadtbahnlinie ist, verkehrte bisher vom S-Bahnhof Rath zum Betriebshof in Düsseldorf-Benrath. Nun verkehrt sie ab dem S-Bahnhof Bilk nicht mehr zum Betriebshof in Benrath, sondern zur Hellriegelstraße. Die U72 verkehrte bisher von Ratingen-Mitte zur Hellriegelstraße. Sie hat jetzt quasi einmal mit der U71 ihre beiden südlichen Linienäste getauscht. Somit verkehrt die U72 von nun an nicht mehr zur Hellriegelstraße, sondern nach Benrath, Betriebshof ab dem S-Bahnhof Bilk. Welchen Hintergrund dieser Tausch hat, konnte ich leider nicht genau herausfinden und auch die Rheinbahn schildert dies auf ihrer Webseite nicht. Als nächstes folgt die U-Bahn-Linie 74, welche eine Hochflur-Stadtbahnlinie ist. Diese verkehrte bisher zwischen Düsseldorf-Löhrig und Düsseldorf-Holthausen. Seit dem 7. Januar existiert diese Linie nun nicht mehr. Sowohl die Takte als auch die entfallenden Streckenabschnitte der U74 gehen nun in der U76 auf. Die U76 verkehrte bisher zwischen Krefeld-Rheinstraße und dem Düsseldorfer Hauptbahnhof. Auch sie ist eine Hochflurstadtbahnlinie. Mit dem Entfall der U-Bahnlinie 74 wurde die U76 nun vom Düsseldorfer Hauptbahnhof bis nach Düsseldorf-Holthausen verlängert. Dadurch, dass die U-Bahnlinie 74 nun entfällt, wird der Takt der U76 entsprechend verdichtet. Somit gibt es also durch den Entfall der Linie keine Fahrplaneinbußen. Die Übersichtlichkeit im Liniennetzplan vereinfacht sich dadurch natürlich deutlich. Dadurch, dass die U74 entfällt, welche ja bisher in Düsseldorf-Löhrig endete, enden nun auch einige Kurse der U76 in Löhrig. Kommen wir nun zur Stadtbahnlinie U77. Diese verkehrte bisher vom Am Seestern nach Düsseldorf-Holthausen. Gemeinsam mit der U74 bildete sie dann zwischen der Prinzenallee und Holthausen einen 10-Minuten-Takt, da beide Linien im 20-Minuten-Takt verkehrten. Da diese Taktung nun die U76 übernimmt, verkehrt die U77 seit dem 7. Januar vom Düsseldorfer Hauptbahnhof aus über Handelszentrum Moskauer Straße zum Lierenfelder Betriebshof. Außerdem verkehrt die Linie U77 nun im 10-Minuten-Takt statt wie bisher im 20-Minuten-Takt. Somit entsteht zwischen dem Belsenplatz und Lierenfeld Betriebshof ein verbessertes Angebot, da U77 und U75 gemeinsam im 10-Minuten-Takt sich hier zu einem 5-Minuten-Takt ergänzen. Damit sie sich auch zu einem perfekten 5-Minuten-Takt ergänzen, wurden dementsprechend auch die Fahrzeiten von U75 und U77 angepasst. Dies gilt auch für die U78 und U79, da nun zwischen Heinrich-Heine-Allee und dem Düsseldorfer Hauptbahnhof mit der U75, U77, U78 und U79 ein exakter 2,5-Minuten-Takt hergestellt wird. Noch dichter wird das Angebot auf jener Strecke durch die U76 und U70.
Diese Taktanpassungen führen auch dazu, dass sich die U78 und U79 zwischen dem Hauptbahnhof und dem Freiliggradplatz zu einem exakten 5-Minuten-Takt überlagern und die U79 mit der U76 zwischen dem Hauptbahnhof und der Werstner Dorfstraße ebenfalls zu einem 5-Minuten-Takt. Damit wird die Verlässlichkeit für die Kunden deutlich erhöht und das Fahrplanangebot insgesamt übersichtlicher. Auch der Streckenverlauf der U-Bahn-Linie 83 wurde angepasst. Sie verkehrte bisher zwischen Gerresheim Krankenhaus und dem Benrather Betriebshof. Genau wie die U71 verkehrt sie nun ab dem S-Bahnhof Bilk nicht mehr zum Benrather Betriebshof, sondern zur Hellriegelstraße. Da beide Linien im 20-Minuten-Takt verkehren, überlagern sie sich zwischen Düsseldorf-Bilk und der Hellriegelstraße zu einem 10-Minuten-Takt. Aber nicht nur bei den niederflurigen und hochflurigen Stadtbahnlinien gibt es Änderungen, sondern auch bei der Straßenbahn. Straßenbahnlinie 701 verkehrte bisher vom Dom am Hülserhof nach Am Steinberg. Nun verkehrt sie vom Dom am Hülserhof über die Berliner Allee, wo sie von ihrem bisherigen Streckenverlauf abzweigt, nach Wenhauser Allee. Dadurch verlängert sich der Streckenverlauf der Linie 701 deutlich. Außerdem gab es Taktanpassungen bei dieser Linie sowie bei der Linie U75, sodass bessere Umsteigmöglichkeiten zu Buslinien und zwischen den beiden Linien möglich sind. Bahnlinie 704 verkehrte bisher von der Merzinger Straße nach Universität Ostbotanischer Garten, zumindest teilweise bis zu diesem Endpunkt. Nun verkehrt die Linie 704 dauerhaft von der Merzinger Straße bis nach Universität Nord-Christophstraße. Die stellt allerdings nur eine kleine Änderung dar, da die meisten Kurse bereits an der Universität Nord-Christophstraße endeten. Kommen wir nun noch zur Straßenbahnlinie 705. Diese verkehrte bisher vom S-Bahnhof Düsseldorf-Unterrad zur Wenhauser Allee. Nun verkehrt sie von Düsseldorf-Unterrad nach Am Steinberg-Merowinger Straße und übernimmt somit den Kurs der Linie 701 nach Am Steinberg. Dabei verlässt sie ebenfalls an der Berliner Allee ihren bisherigen Linienverlauf. Aber auch bei der Straßenbahn gibt es nicht nur Linienveränderungen, sondern auch Taktanpassungen. Zwischen Landtag Kniebrücke und Graf-Adolf-Platz wurden die Taktungen der Straßenbahnlinien 706, 708 und 709 so angepasst, dass sie sich hier zu einem 2,5-Minuten-Takt auf dem Abschnitt überlagern. Bisher war es nämlich so, dass drei Straßenbahnen in einem Zeitraum von 4 Minuten direkt hintereinander fuhren und danach eine Taktlücke von 7 Minuten existierte. Diese Änderungen gelten allerdings nur für die Hauptverkehrszeit. Dies liegt nämlich auch daran, dass die Straßenbahnlinie 708 zwischen dem Polizeipräsidium und dem Düsseldorfer Hauptbahnhof nun im 10-Minuten-Takt verkehrt. Dies verbessert natürlich das Angebot deutlich. Neben Straßenbahn und U-Bahn haben sich auch einige Änderungen bei Buslinien und auch Taktverdichtungen dort ergeben. Diese möchte ich allerdings in diesem Video nicht erwähnen. Für die Düsseldorfer Einwohner und die Gäste der Stadt wird der Nahverkehr nun deutlich attraktiver durch einige wenige Veränderungen. Gerade die Anpassungen der Taktungen auf Strecken, wo sich mehrere Linien überlagern, dürften deutlich zur Attraktivitätssteigerung beitragen. Schreibt mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, welche Verbesserungen ihr euch noch gewünscht hättet, welche vielleicht in Zukunft noch eingeführt werden sollten. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Damit bin ich auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich danke euch natürlich wie immer ganz recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar unter diesem Video freuen. Wir sehen uns dann wie gewohnt nächste Woche zu einem erneuten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.